motivieren kann. Schauen wir nochmal in dieses Kabinettstückchen hinein. Da ist die Konterbewegung gebückt. An sich schon eine hohe Schwierigkeit. Und jetzt verbindet sie die mit einer Kontergrätsche gegrätscht. Zwei Kontergrätschen miteinander verbinden. Tkatschow gebückt und Tkatschow gegrätscht. Ob ihr das gelingt? Nummer 1. Und die Weltpremiere ist gelungen. Noch keine Turnerin der Welt, ausgerechnet eine Deutsche, bringt eine solche Neuheit zustande. Und wenn ich das sage, spreche ich die Probleme des deutschen Frauenturns an. Oh ja, Zuckerhara, gehockt. Eine hochmotivierte Katlin Kern scheut kein Risiko.